Ja, ich melde mich jetzt auch noch ein letztes Mal mit einem Video, weil ja, die letzte Woche hat jetzt angefangen hier in Helsinki. Es ist so krass, wie schnell das jetzt doch alles vorbeiging. Und ich wundere mich, ich habe einen leichten Sonnenbrand, weil wir haben ganze 20 Grad. Unglaublich. Ja, und meine Mitbewohnerin, also die Kim, die aus Österreich, die ist heute Morgen schon abgereist und ja, wir haben jetzt gestern auch dann die ganze Wohnung geputzt und ja, hatten leider keine Hilfe von unserer anderen Mitbewohnerin, aber naja, das ist ein anderes Thema. Und ja, ich hatte dann ja jetzt noch meine Familie da und das war auch mega cool eigentlich. Und habe denen alles so gezeigt und man ist ja dann doch ein bisschen stolz, wenn man so seiner Mama das hier alles so zeigen kann und so, wo man jetzt einfach 5 Monate gelebt hat. Und ja, aber ich habe mittlerweile, also mir fällt es glaube ich dann doch schwerer, als ich jetzt noch denke, so der Abschied hier und so. Und ich meine, die meisten sehe ich in Aachen wieder, weil viele von meinen Freunden hier kommen aus Aachen. Aber ja, trotzdem irgendwie komisch, auch dann hier so die Wohnung zu verlassen, auch wenn die Wohnung jetzt nicht so bombastisch ist, aber man hat ja hier dann schon gelebt. Und ja, aber ich freue mich tierisch auf zu Hause und für mich geht es ja dann sowieso erstmal noch nach Göteborg nächstes Wochenende am Freitag. Und ja, ich habe jetzt auch schon hier meine Koffer angefangen zu packen. Ich kann es irgendwie auch gar nicht mehr abwarten. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch das gute Wetter genießen, die paar Tage, die ich jetzt noch hier bin, und werde mich noch von allen verabschieden. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf zu Hause und ich werde auf jeden Fall versuchen, die Zeit in Göteborg und so auch ein bisschen mitzufilmen. Und genau, dann sehen wir uns. Letzte Mal aus meiner Wohnung. Das ist krass. Also wir haben gestern Abend noch eine kleine Abschlussparty hier gemacht und ja, jetzt habe ich gerade meine Koffer zu Ende gepackt und ja, alles aufgeräumt und den ganzen Müll runtergebracht und ja, richtig krass. Jetzt gleich fahre ich, muss ich noch in die Stadt und meinen Schlüssel abgeben und ja, und da werde ich mich auch quasi schon auf den Weg zum Flughafen machen. Und genau, ja, und ich hatte halt noch so ein kleines Problem mit meinem Koffer, weil man sieht, die sind beide extrem voll. ja, ich musste mich gerade draufsetzen, damit ich den zukriege, aber ich habe die gestern schon mal gewogen, also der große wog gestern nur 16 Kilo, das heißt, ich hatte noch quasi 9, die ich, oder 8, die ich verwenden konnte. Deswegen hoffe ich, dass gleich alles passt, auch mit dem kleinen Koffer, weil der hatte nämlich genau 9 und 8 darf ich. Ich habe jetzt noch ein bisschen was rausgepackt, umgepackt. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Aber ich denke mal schon. Ja, und dann geht's gleich los. Also, das letzte Mal aus meinem Zimmer.